Eine Woche noch, dann hat das Warten endlich ein Ende. Aber schon heute stehen die ersten Fahrgeschäfte, wie etwa das Europarad, auf dem Berliner Platz. Na klar, die 300 Tonnen Stahl und 60 Tonnen für die Wassertanks des 55 Meter hohen Ungetüms hat man ja nicht mal ebenso aufgebaut. Das dauert dann schon mal so eine Woche, sollte man meinen. Wir haben gestern mittags um 2 Uhr angefangen. Und wenn heute alles gut läuft, müssen wir heute so die Hälfte der Speichen, drei Viertel. Das kommt je nachdem darauf an, wie gut wir jetzt gleich hier durchkommen mit den parkenden Autos und so. Aber sonst, also wie Sie sehen können, haben wir jetzt den vorderen Mast zusammengebaut. Und wenn wir den gleich oben haben, dann geht es eigentlich ratzfatz mit den Speichen. Und dann müssen wir morgen Abend fertig sein. Ratzfatz also. Na schön, aber warum ist das Europarad denn schon jetzt da, wenn es doch eigentlich in 2,5 Tagen aufgebaut ist? Wir geben ein bisschen Gas, damit wir natürlich auch am Samstagabend 18 Uhr, wenn die Kleingeschäfte aufhören, dass wir nicht mehr ausgerüstet sind hier. Damit die auch Platz haben oder die nicht nur die Kleingeschäfte, es kommen ja auch sehr viele Geschäfte nächste Woche, die noch spät hier ankommen, damit sie halt Platz haben, damit wir hier nicht noch rumstehen. Ich meine, wir dürfen früher auffahren, ist das größte Geschäft und deswegen gucken wir auch, dass wir zügig aus der Füße sind. Am morgigen Samstag also geht der Aufbau der Bocholter Kirmes in die heiße Phase. Für so manche fast noch spannender als die eigentliche Kirmes.